Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Nether. Ja, ich war gestern arbeiten, bin noch total müde, war eine richtig anstrengende Schicht. Wie gesagt, ich arbeite immer 24 Stunden und gestern war sehr, sehr viel los. Und ja, deswegen kam auch gestern keine Folge. Also ich konnte während der Arbeitszeit, also ich mache das mit dem Handy dann immer, dann bearbeite ich die Folgen und dann schmeiße ich die dann raus. Aber das ging gar nicht alles. Also, ja, habe ich die alle verworfen. War nichts Besonderes dabei, sowieso nicht. Außerdem habe ich zu viel Rust gesucht in letzter Zeit. Okay, aber das spielt ja gerade keine Rolle. Okay, wir sind auf dem US-Server hier unterwegs. Und ja, wir sind Level 1. Ne? Haben dabei eine Uzi, unseren schönen Hut und ja, warum auch immer, einen grünen Rucksack, das habe ich schon wieder vergessen. Und ich join direkt mal auf den Server. Und guck mal, wie der Ping hier so ist auf dem US-Server. Ich war schon lange nicht mehr auf dem US-Server. Lass mal schnell um mich schauen. Ja, das hat sich gelohnt. Entweder hat er jetzt nur Randale gemacht. Nein, der kommt. Für mich oder für jemand anders? Für mich. So fängt das Spiel direkt gut an. So ein Mistviech. Jetzt mache ich immer zwei. Toll. Wir haben jetzt direkt HPs verloren. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und direkt an der Safe sind wir gespawnt. Ich gucke schnell mal nach dem Ping. Das fühlt sich schon ganz gut an vom Spiel her. Dass der Ping auch nicht so hoch ist. 35. Und da habe ich schon wieder einen angelockt. Das baller ich nicht, weil ich habe keine Munition. Ah ne, der hat sich nicht für mich interessiert. Der ist ja nur gespawnt. Okay, wir sind mit absolut leeren Händen hier. Und latschen direkt erstmal weg. Wir sind auf den Server. Ich gucke nochmal schnell. 32 inklusive mich. Und das sind jetzt US-Bürger, denke ich mal. Vielleicht auch hier und dann. Ein EU-Bürger, warum auch nicht? Man kann ja auch hier drauf spielen, ist ja nicht verboten. Glaub's nicht, jetzt schreit der. Das fängt genauso an, wie ich nicht möchte. Hat direkt einen abgekriegt. Ich gebe alles heute. So viel zu behaupten. Und dann hat's mich erledigt. Okay, wir haben nichts verloren, was wir brauchen, bis auf die schöne Uzi. Und ja, dann gehen wir direkt nochmal auf den Server und versuchen unser Glück neu. Ja, so darf das Spiel nicht anfangen. Das ist natürlich hart. Und gejoint sind wir jetzt nicht an der Safe. Doch da oben sind wir gesagt. Gehe ich direkt zum Lake Park. Und gucke mich auf dem Weg schon mal ein bisschen um nach einer Waffe. Toller Start ins Spiel. So, zu verlieren aber nichts. Also. Gehe ich direkt mal in eine Tanke. Dann auf diesem Gebäude. Puh, ich bin gleich in Spitzen gekommen. Ja, wie gesagt, war gestern arbeiten. Und bin jetzt eigentlich total müde, hab aber voll Bock gehabt, eine Runde zu zocken. Und dachte ich mir, warum, dann nimm doch mal eine Folge auf. Vielleicht wird sie ja spannend. Sicher ist sicher. Es ist aber auch der Wurm. Ich hab hier ein Abschlussvieh. Ja, hier drin kann ich nicht kämpfen. Ich nicht immer wegtippen. Wo ist er hin? Da ist ein Gebäude gespawnt. Oh, wie viel hält denn der aus? Ich lese einfach mal. Hier ist mal wieder nichts für mich drin. Das ist natürlich so blöd für mich jetzt gerade. Und wir haben tatsächlich schon wieder HPs verloren. Sehr ärgerlich. Ich habe Schüsse gehört. Wird sicherheitshalber in dem Gebäude verschwinden. Kann man ein bisschen tricksen, glaube ich, hier. Nicht abgucken, diese Tricks. Dann krabbeln mit Z. Dann verschwindet man auch schon in dem Gebäude.
Ich glaube, das wird eine ganz furchtbare Folge. Die fängt nämlich richtig mies an. Hier kann man auch tricksen, da komme ich nämlich hoch. So. Da hinten liegt schon mal Munition und eine Pistole, hervorragend. Jetzt sind wir direkt bewaffnet. Und die passende Munition haben wir auch direkt. Eher schlecht als recht bewaffnet, aber besser als gar nichts im Augenblick. Und ein paar Dollar. Davon nutze ich eigentlich viel zu wenig von dem Geld. Jetzt mal rüber in dem anderen Gebäude hier. Da kann man ja hoch. Nee, da ist nichts. Nein. Schauen wir uns nochmal um. Hervorragend, hervorragend. Munition, Boloschwert zur Selbstverteidigung gegen die Nessa. Eigentlich so meine Lieblings-Melee-Waffe geworden, das Boloschwert. Das Katana habe ich halt noch nicht einmal richtig so benutzt. Kann ich gerade nicht so wirklich was zu sagen. Okay. So. Werden wir das Küchenmesser direkt los. Aus dem Fenster. Ich habe ja gerade Schüsse gehört, da muss ich jetzt hier aufpassen. Der hat auch einen anderen Spieler gekillt. Stehen. Sieht sich gar nicht. Wieso nicht? Ist vielleicht zu weit für eine Pistole? Ich sehe doch den Treffer. Okay. Wir beobachten den nochmal eine Sekunde. Und er kriegt die Treffer scheinbar gar nicht mit. Ist mir egal. Den hole ich mir so. Weil der lootet gerade. Mit ein bisschen Glück. Habe ich seinen Loot. Wo ist er hin? Schüsse hat er auf jeden Fall mitgekriegt. Ah, der wird wenig Energie haben. Jetzt hat er die Bandage genommen. Ah, zu spät geschossen. Das rennt er mir direkt vor die Flinte. Treffer. So, sorry, dass ich so viele Schuss gebraucht habe. Aber der hat gelootet. Und jetzt hole ich mir seinen Kram. Habe ich den gekillt? Ganz schnell mal geguckt. Kenne ich nicht. Okay, ich kann ja nicht alle kennen. Das wäre auch ein Ding. Ah, was hat der denn hier gelootet? Ja, nichts dabei. Was habe ich jetzt aufgenommen? Viel mehr gehabt. Ist das noch ein anderer Spieler gewesen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Wie gesagt, bin auch müde. Tun wir mal Nether, die leuchtenden Dinger da, die das Gelände auskundschaften. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Warum ist denn so wenig Loot da gewesen? Ich hätte doch viel mehr aufgehoben. Habe ich nicht ganz so beachten können, was der. Vielleicht seht ihr das ja besser in der Aufnahme, was der gelootet hat. Okay. Wir lassen uns nicht ablenken, gehen einfach weiter. Läuft gerade ein bisschen doof hier offen rum. Aber ihr wisst ja, ich kann mich ja verteidigen. Das kriege ich gerade eben nur hin. Wenn jetzt nicht einer mit einer Maschinenpistole kommt. Der sagt, Patrouille auf Patrouille. Ich werde schießen.
nur Action mittlerweile. Also das ist mir schon zu viel Action, ehrlich gesagt. Ich hoffe, euch macht es Spaß beim Zusehen, auch wenn es Nether-Viecher sind. Oh, das dachte er. Ja, da war der gerade drauf gehand. Hier, doch, das Blatt wieder. Das hat mich wieder erschrocken. Haben ein volles Magazin, eine Pistole. Und da hinten nochmal Loot. Wie war ich da schon mal? Hier gibt es ordentlich Dollar. Nicht, dass ich geldgeil bin. Aber das kann ich nicht verlieren, wenn ich es aufgenommen habe. Das verliert man nur prozentual. Ihr könnt ja nochmal in den Kommentare schreiben, wie viel Prozent das sind, von denen ich verliere. Ich weiß nicht, ob das 10% sind. Oder mehr. Ich weiß es nicht. Aber ein bisschen Geld verliert man halt beim Sterben. Aber ich sage, das finde ich jetzt schon ganz gut. Lasse ich erstmal liegen. Weil mir das meine Tasche voll macht. Genau. Ja, Zigaretten habe ich mitgenommen, aber egal. Irgendwas zum Verkaufen muss man haben. Und die kann ich zur Not ja wegwerfen, falls ich ja Platz brauche in meiner Tasche. In meinen kleinen grünen Rucksack. Den nehme ich aber mit. Also mein Sohn, der spielt ja schon, der ist noch ganz, ganz jung, der ist erst 3, wird bald 4. Logisch, wenn man 3 ist, dass man bald 4 wird, aber der guckt auch so eine Zeichentrickserie, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, und da ist auch immer so ein Rucksack, da ist so eine Karte da drin, der sagt doch mal, wenn die Sachen da so reinfliegen, yum, 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 delicious, finde ich furchtbar, aber irgendwie passt das ganz gut gerade, wenn die 9mm Munition in meinen grünen Rucksack reinfliegt, yum, 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 delicious. Ich will gerade spontan nichts anderes sagen. Da oben sind die. Boah, irgendwie ist hier richtig was los mit diesen Nessernviechern. Die heute werden schon abgehen. Ja, Abschutzstelle. Dann schon mal auf die Karte, wo ich bin. Da oben. Ich wollte eigentlich im Park. Aber das habe ich so verworfen, weil ich es vergessen habe. Aber da kam mir auch der andere Spieler in die Quere. Den Gott sei Dank mich nicht orten konnte. Aber der hat ja auch. Der guckt ja eigentlich in die Richtung. Das ist sehr gut. Ich sag's jetzt nicht, dass ich gerade den Film gezeigt in Serie. Einige werden sie wahrscheinlich kennen. Und hier ist der Device. Er fehlt. Okay. Dann ist die Safe Zone unsafe. Wenn ich mich da richtig entsinne. Für eine Stunde lang. Und ich bewege mich jetzt in Richtung Safe Zone. Und versuche ein bisschen leer zu räumen hier unterwegs. Gehen wir hier in Deckung und guck mal, wie viele Leute noch im Server sind. Das macht mich gerade ein bisschen neugierig. Ist ein bisschen mehr geworden. Ja, auch schon im Video passiert, dass sie mir hier entgegenlaufen, die Leute plötzlich. Und der Überraschungsmoment muss ausgenutzt werden. Sonst habe ich die Arschkarte. Nennen wir das mal so. So, die Safe Zone ist jetzt in der Richtung, da gucken wir mal drauf. Mit der Pistole kann man jetzt nicht wirklich groß was reißen. Man hat es ja gesehen bei den ersten Schüssen. Die erste zig Schüsse, sag ich mal. Da war ja kein wirklicher Treffer mit dabei. Weil die ja natürlich auch ein bisschen verzieht. Oh, ich bin mal so mutig.
runter. Auf beiden Seiten. Und da haben wir doch schon die Safe. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ziemlich dämliche Position. Da komme ich auch gar nicht mehr runter. Also ich wage einen Sprung hier runter. Ah, der Wand hängen. Ah, nee, nicht ganz so geklappt, aber nicht viel verloren. Dann gehe ich mal vorsichtig Richtung Safe Zone und guck mal, was wir an Waffen haben für die nächste Folge. Damit ich nicht mit einer blöden Pistole losrennen muss. Aber pass wegen dem. Da steht zum Beispiel einer. Weil die gehen gerne mal aus der Safe Zone raus ein Stück. Ich weiß nicht, ob das nach, bei dem neuen Patch jetzt noch funktioniert. Und snipern ein. Ist ziemlich ätzend. Und nervt. Weil man dagegen nichts anrichten kann. Selbst wenn man dann da, wenn man hinkommt zur Safe, die sind trotzdem sicher. Weil sie nur einen Schritt nach hinten brauchen. Und dann sind sie wieder in der Safe Zone. Aber ich denke, das haben die weggepatcht. Ja, ganz angebracht. Da findet sich auch oft Loot drin. Ich glaube, das wage ich einfach mal. Das ist gerade egal. Ich bin nämlich ein bisschen übermüdet. Und gleichzeitig mutig. Perfekt, oder? Augen aufhalten. Oh, was wir verkaufen, direkt gleich hier oben. Ich mache schnell eine 4. Jetzt sind wir so einigermaßen, also das ist einigermaßen gut geheilt. Was war das für ein rotes Blitzen? Und ab in das Safe. Geschissen. Wir rennen. Und ein bisschen Ausdauer, dass es gleich weg ist. Ja, aber ich bin gleich safe, Kein Problem. Safe. So, hier oben haben wir schon andere Spieler. Da oben haben wir so einen Mauer-Sniper wahrscheinlich. Und wir verkaufen ein bisschen Kram und gucken mal, was wir noch haben. Weil mittlerweile. Ja, wird schon ein bisschen eng mit meinen Waffen. Da muss ich mal wieder ein bisschen Gas geben. Aber wir haben noch einen schönen großen Rucksack. Verkäufeln mal die Flucken. Pistole. Kann ich verkaufen? Und habe ich schon mal noch. Ja. Und wir haben Munition für die Schrotflinte, was ja ganz praktisch ist. Die lagere ich mal schnell mit ein. Ein Bonusschwert haben wir auch noch für Satz. Hervorragend. Ein paar Pillen. Zwei Rucksäcke, gut, das habe ich gerade schon gesagt. Essen. Gut, so wie es jetzt ist, behalte ich das erstmal. Es geht scheinbar immer noch, dass man da an der Ecke schießt. Und er guckt immer, dass wir auch nicht hinterher gehen, weil er Schiss hat, dass wir es machen. Wie er es macht. Abknallen, falls er mal nicht auf uns achtet. Ja gut, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. War ein bisschen PvP dabei. Naja, irgendwie hat der arme Kerl keine Chance gehabt gegen mich. Aber wir haben auch einiges an Viechers gekillt. Und ich bin gestorben. Das gehört zum Spiel dazu. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.